Alles, was die Birne braucht, das ist morgens, wenn du aufgestanden bist, ein angenehmer Blick nach draußen, das gibt Kraft. Und ohne Frühstück geht gar nichts, weil sonst nichts funktioniert und die Birne von A bis Z nichts rafft. Ein bisschen Musik im Hintergrund, damit der Fuß in Bewegung kommt und nicht auf einmal wie von allen guten Geistern verlassen in die verkehrte Richtung geht. Das Telefon bimmelt von alleine, da gucke ich erstmal gar nicht drauf. Erstmal gucken, wieso der Wind so weht. Hey, wer morgens früh auf die Beine kommt, der hat auch was vom Tag. Wem's egal ist, meine Güte, der bleibt besser im Bett. Vielleicht ein kleiner Schnack mit der Frau von nebenan. Die sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch noch nett. Vor allem die eigene Ruhe ist wichtig, also kein lautes Gequatsche, kein überflüssiger Stress, also bitte, liebe Leute, keine schlechte Energie. Schlechte Laune darf man haben, das ist mehr als legitim, aber mit nach draußen nehmen darfst du die nie. Und wenn man dann irgendwann von der Arbeit kommt und so einiges hinter sich hat, dann holt man sich erstmal ein kaltes Bier. Man kann auch wieder Kaffee trinken oder Tee oder so, das ist bei jedem andersrum und genauso ist es eben auch bei mir. Und wenn man dann wieder nach draußen guckt und der Regen rasselt durch die Stadt, dann hat man besser alles, was man braucht im Haus. Das Auto in der Garage und die Balkontür zu und wenn man dann auch nicht mehr zum Kiosk muss, dann braucht man bei so einem Wetter auch nicht mehr raus. Und dann mache ich es mir bequem, nehme die Gitarre aus der Ecke und bin dann erstmal für eine Stunde nicht da. Die guten alten Songs von gestern, Drei Griffe und die Wahrheit, so wie es in der Country Music früher mal war. Und abends, wenn andere auf die Amüsiermeile marschieren und vor lauter Disco-Krach ihr eigenes Wort nicht mehr verstehen, dann kann man doch viel besser mit der Dame seines Herzens unter die Bettdecke gehen. Wenn man auf der richtigen Straßenseite steht, kein Scheiß baut und sich dann von anderen nicht für dumm verkaufen lässt, dann ist man, wenn man morgens aufsteht und sich das Frühstück macht, auch etwas weniger vom Leben gestresst.